Es ist jetzt 2 Monate her, seit ich meine persönliche YouTube-Challenge mit meinem Roadtrip-Kanal gestartet habe. Bisher habe ich eigentlich mehr mit der Technik gekämpft und musste erstmal ein paar Dinge lernen. Es ist schon grundsätzlich was anderes, einen Film auf iMovie zu machen, als auf YouTube zu stellen. Für Roadtrips braucht es natürlich auch eine adäquate Ausrüstung und Actionkamera. Schließlich will man ja auch während der Fahrt filmen. Hallo zusammen. Seit meinem letzten Video sind wieder 2 Wochen vorbei. Da waren wir noch im Tessin. Es war wunderschönes Wetter. Heute sind wir in den Jura gefahren. Ihr seht, es hat immer noch so ein bisschen Schnee. Und deshalb ist mit Roadtrips auch noch nicht so viel. Das heißt, das ist immer noch so eine Beta-Version und kein richtiger Roadtrip. Aber trotzdem heute mal so ein paar Eindrücke von unserer Fahrt in den Jura. Ich habe da mal das Equipment ein bisschen getestet. Und zwar ist das hier die GoPro Hero 8, die ich mir dazugelegt habe. Und so die ersten Eindrücke, die wir damit gesammelt haben, ist eigentlich, dass das iPhone bessere Aufnahmen macht. Aber die kann man natürlich nicht so einfach ans Auto dran schrauben. Und das haben wir heute mal gemacht. Mit so einem Saugnapf haben wir die GoPro am Auto befestigt und ihr könnt ja mal schauen, wo die besten Aufnahmen gelungen sind, aus welcher Perspektive man denn so Fahraufnahmen machen kann und dann Feedback geben. Viel Spaß! So, jetzt habt ihr ein paar Kurven gesehen. Ah ja, da war ja noch was. Fast hätte ich vergessen, euch etwas zum Handling der GoPro zu erzählen. So eine GoPro ist unter anderem dazu da, dass man sich selber filmen kann. Mein Freund Kurt hatte das letzte Woche oberhalb von Biel auf dem Gaisrücken auch gemacht. Wie ich finde, eine eindrückliche Aufnahme. Die schlechte Nachricht war, dass Kurt die Kamera einfach vergessen hat, wieder einzusammeln. Alles kein Problem. Er musste ja nur mitten in der Nacht beim Mondschein auf die Suche nach seinem Equipment gehen. Lieber Kurt, ich habe es auch mal ausprobiert. Der Trick besteht darin, dass man direkt nach der Aufnahme den Weg wieder zurückgeht und das Gerät mitnimmt. Funktioniert. Bitte beim nächsten Mal die GoPro nicht wieder im Jura entsorgen, sondern schön wieder mit nach Hause zurücknehmen. So, jetzt habt ihr ein paar Kurven gesehen zwischen Saint-Croix, das ist oberhalb von Yverdon-les-Bains, und La Brévin. Es braucht da schon ein bisschen Vertrauen, die GoPro ans Auto
zu machen mit einem Saugnapf, aber sie ist nicht runtergefallen. Das war schon mal sehr positiv. Jetzt bin ich mal gespannt auf euer Feedback, welche Aufnahmen euch da am besten gefallen hat, aus welcher Perspektive. Und dann komme ich sicherlich in den Jura mal wieder, wenn es schön grün ist und die Natur erwacht ist, und mache dann mal einen richtigen Roadtrip und zeige euch da die schönsten Plätze. Bis dann, tschüss!